Es hat sich hingezogen, aber jetzt scheint es endlich zu kommen, das lang und heiß ersehnte Bild des schwarzen Loches im Zentrum unserer Galaxie, gemacht von Event Horizon, einem riesigen Radioteleskop, das durch Zusammenschaltung diverser Radioteleskope rund um die Erde entstanden ist. Erwartet wird ein absolut spektakuläres Bild, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Und jetzt wurde von den Beteiligten an Event Horizon eine wissenschaftliche Sensation angekündigt. Das müsste also das Bild sein. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das wird wirklich sensationell, denn Bilder, die wir bisher von schwarzen Löchern kennen, sind nicht sehr aufschlussreich. Ist ja auch verständlich, schließlich schlucken schwarze Löcher Licht und geben es nicht ab. Und jetzt sollen wir zum ersten Mal einen scharfen Blick auf das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße werfen können. Ein riesiges Radioteleskop soll das ermöglichen. Im April 2017 machte das Event Horizon Teleskop eine spektakuläre Aufnahme. Zahlreiche Radioteleskope rund um die Erde wurden zusammengeschaltet und richteten sich 10 Tage lang auf Sagittarius A-Stern aus. Und das ist das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Und jetzt soll endlich das Bild vorliegen. Lange haben wir gewartet, denn das, was da fotografiert wurde, ist absolut irre. Wahrscheinlich gibt es in allen Galaxien so ein super massereiches schwarzes Loch im Zentrum. Absolut gigantisch und enthält die Masse von Millionen Sonnen oder sogar Milliarden. Im Zentrum unserer Milchstraße, da haben wir ein solches schwarzes Loch gefunden. Um das Zentrum unserer Milchstraße rasen nämlich Sterne mit einem Affenzahn, der schnellste Stern mit einem Tempo von 18 Millionen Kilometern pro Stunde. Alle 15 Jahre hat er die Runde um Sagittarius A-Stern gemacht. So wurde das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie benannt. Durch diese Daten wissen wir übrigens, also aus der Entfernung und der Geschwindigkeit, ziemlich genau, wie groß auch das schwarze Loch ist. 4 Millionen Sonnenmassen und einen Schwarzschildradius von 12 Millionen Kilometern. Das ist der Radius des Ereignishorizonts, ab dessen Grenze alles im schwarzen Loch verschwindet, Materie und Licht. Mit unserem Sonnensystem haben wir übrigens einen sicheren Abstand von 26.000 Lichtjahren zum Zentrum. Aber ein Foto von diesem schwarzen Loch, das konnten wir bisher einfach noch nicht machen. Es hat von uns aus gesehen die Größe eines Tennisballs auf dem Mond. Und nicht nur, dass es so klein ist, es ist auch so viel im Weg, dass es einfach nicht sichtbar ist. Das sind Nebel aus Gas und aus Staub, die einfach die Sicht verwehren. Was also tun? Eigentlich ist es einfach, aber dann auch wieder kompliziert. Elektromagnetische Wellen mit langen Wellenlängen durchdringen diese Nebel, aber, und jetzt kommt der Haken, da sie so langwellig sind, würde ein Bild nur sehr unscharf werden. Aber die Forschungsteams waren erfinderisch. Was wäre, wenn wir zum einen ganz viele Radioteleskope zusammenschalten würden? Und was wäre, wenn wir sie einige Tage auf das schwarze Loch richten? Ersteres würde das Bild deutlich schärfer machen und durch die Dauer der Messung würden wir viel mehr Daten bekommen. Gesagt, getan. Im April 2017 machte das Event Horizon Teleskop diese spektakuläre Aufnahme. Zahlreiche Radioteleskope rund um die Erde wurden zusammengeschaltet und richteten sich eben 10 Tage lang auf Sagittarius A-Stern. Und jetzt soll endlich das Bild vorliegen. Es wird Hammer, zumindest das, was wir sehen, denn aufgrund der Erdrotation der langen Aufnahme wird es wahrscheinlich wie eine Langzeitbelichtung mit entsprechenden Schlieren und so weiter, wie vielleicht dieses Bild aussehen. Vielleicht können nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas damit anfangen. Vielleicht wird es aber auch spektakulär, also auch optisch. Die letzten Daten zur Berechnung sind aus der Antarktis vom dortigen Südpolteleskop am 13. Dezember 2017 zum MIT Haystack Observatory Rechenzentrum in den USA ausgeflogen worden. Eine Unmenge an Daten, deshalb wurden sie auch bis jetzt berechnet. Mit beteiligt an den Berechnungen ist das Rechenzentrum am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Es wird sehr, sehr spannend, was wir sehen werden. In diesem Gebiet ist die Raumzeit nämlich unglaublich gekrümmt. Es könnte also sehr seltsam aussehen. Aber, und das ist unglaublich spannend, wir werden vielleicht auch hinter das schwarze Loch sehen können. Es wirkt ja wie eine Gravitationslinse und müsste uns unsere Galaxie hinter ihm zeigen. Wahnsinn. Also am 10. April, da ist es soweit. Cedric von Dr. Watson und ich werden darüber berichten, also auch ihn abonnieren. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, was passiert in einem schwarzen Loch von Dr. Watson. Bis dann. Bleibt dran.